Achso, er nennt es Gift, ja? Also sich spritzen nennt man Gift, okay. Er ist vom Venom abhängig. Wie es scheint, auch noch von der manipulierten Ausführung. Wenn Drogen nicht verboten wären, würde ich ihn mehr bemitleiden. Erst recht, wenn Bane nicht für Pinguin arbeiten würde. Weiter! Das Pinguin-Versteck befindet sich tief in diesen Tunnel. Hallo. Habe ich gesagt, dass ich ihn bemitleide? Harvey Dent, Aktenzeichen 5570J. So viel Zeit aufgewendet, die Straßen der Stadt sauber zu halten. All diese Fälle, all diese Geschichten. Wie der Joker. Sie bleiben bei dir. Sie zeichnen dich fürs Leben. Glaubst du, du hast heute Glück, Penner? Lass uns eine Münze werfen! Und das Glück ist auf unserer Seite. Machen wir den Pinguin flach. Ach, da hoch müssen wir. Ja, genau. Das war mir klar, es war nur ein Test. Sollen wir Two-Face sprechen? Warte, ich brauche das hier noch auf jeden Fall. Ich muss mal kurz an mein Handy. Harvey Dent, Aktenzeichen D574. Wem gegenüber ist ein Mann loyal? Ihm selbst? Anderen? Die zwei Seiten einer Münze. Man kann immer nur eine Seite sehen. Dann legen wir gleich los, oder? Machst du? Na komm. Ladies first, danke. Lass mich meine Münze werfen. Ups, es ist Kopf. Sorry, du verlierst. Ist das lustig? Du bist Matsch! Scheiße. Elite-Meister, du, wo bist du denn? Flash-Schmuckstück, okay. Kenn ich gar nicht. Das sieht aus wie das Krümelmonster. Warum haben die den Namen das Krümelmonster? Hältst dich für schlau, was? Playface ist echt der Wahnsinn. Schlau, was? Eigentlich schon, ja. So ein bisschen schlau wenigstens. Verdammt! Na komm, Baby, na komm, du bist jetzt im Arsch. Ja, komm, Clayface. Du alter Drecksack. Getäuschter Clayface. Pinguin muss ihm ein Heilmittel für sein unglückliches Leiden versprochen haben. Er hat nur noch nicht verstanden, dass das Heilmittel schlimmer ist als die Krankheit. Oh, weia. Es gibt einen Weg zu Pinguins Versteck in dem Haupt-U-Bahn-Tunnel. Begib dich im Eiltempo dorthin. Eiltempo. Mit ICE. Du. Kommst du? Liti! Kommst du, Liti? Das ist so, man kriegt gute bei Frost 3. Ja, ich habe bei Frost 3 bis jetzt noch gar keine bekommen. Also keine Einhandwaffe. Finde die Schwerter so geil. Ohne Spaß. Ich war in Hamburg, als ich 3 Tage in Hamburg war, vielleicht hat jemand mitbekommen. Da habe ich so Elbenwald, vielleicht kennt den Laden jemand, besucht. So geile Scheiße, die dort haben. Die Schwerter von Game of Thrones.
So, oh, also Two-Face will an meinen Schmuggeloperationen teilhaben. So geil. Weiß er denn nicht, dass ich heutzutage ein ordentlicher Bürger bin? Kommt schon, Jungs, zeigt Two-Face kleinen Küken, was passiert, wenn sie in meinen Stall eindringen. Ist das lustig? Hihihi, ich lach mich tot. Auf jeden Fall brauche ich eine bessere Waffe, da hat er wohl recht. Am besten wir laufen gleich vor Strahl, würde ich dann sagen. Ja, nie schauen. Hash, kümmere dich um Two-Faces kleine Lakaien. Aua. Denk wie der Feind. Du hast vielleicht eine Chance. Hoppala. Durst. Der erste Schnitt geht immer am tiefsten. So. Denk wie der Feind. Du hast vielleicht eine Chance. Ja, komm. Lass uns diesen Tumor entfernen. Nach der Hälfte hat er keinen Bock mehr, oder was? Auch gut. Komm her, Pingu. Ohne Spaß, so ein Scheiß, dass der Pinguin so gut kämpfen kann. Bei Batman Arkham Origins war es wenigstens so, dass Batman ihn genommen hat und an die Wand geworfen hat. Hier. Was ist das? Ich meine, wenn er eine gute Waffe hat, aber sein Schirm. Two-Face. Hallo. Wach auf, Spatzenhirn. Wir sind hier, um dich auszuschalten. Hat er mich Spatzenhirn genannt? Lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dachpinguin. Und nun beherrschst du, Face, diesen Hühnerstall. Gut gemacht. Schade, dass du nicht für mich arbeitest. Genieße diesen vorläufigen Sieg, Two-Face oder Harvey Dent oder wer immer du auch bist. Der Pinguin legt niemals alle seine Eier in einen Korb. Eier? Immer weiter dreht sie sich. Wo wird sie landen? Schnell! Sag es. Kopf. Kopf oder Zahl? Zahl. Mann oder Monster? Leben oder Tod? Wer weiß, was der Zufall bringt. Glaub mir, es gibt nichts, was die Münze nicht klären kann. Ich glaubte an Regeln, an Gesetz, an Rautöne. Bis alles sich in Rauch auflöste. Armer Harvey. Ja, das ist wirklich eine arme Sau. Das kennen wir bereits. War das eine Fliege mit zwei Klatschen gerade? Behindert. 8 Spieler, Legenden-PvP. Wenn er meint. So. Hier haben wir gerade nichts drin. Ich komme mal kurz nach Central City. Wie viel Erfahrungsabzeichen haben wir denn jetzt? Erfolgsabzeichen. Erfahrungsabzeichen, ja, bitch. Mh, 655.
viel Zeit habe ich denn noch? Wie spät ist es denn? Ja, eine Stunde noch. Stunde noch. Ach ja. Heldenausrüstung. Hol dir deine heldeninspirierte Ausrüstung. In jeder Kiste findest du einzigartige Black Lightning und Flash-inspirierte Ausrüstung. Extra bei der Superschnelligkeit? Was kann der? Okay. Macht immer Spaß, T1. Fast Run. Wie er meint, wie er mag. Du, da bin ich ganz offen. Achso, was ich hier gerade machen wollte. Yep. Zentrale, Feinde im Anmarsch. Dein Gruppenleiter will sich in eine Warteschlange einreihen. Geh einfach durch, unsere Leute sind schon drüben. Gorilla Glotch, lavla. Habt ihr dafür bereit gemacht? Wenn wir beide bereit sind, kannst du losgehen. Ist mir doch egal, was wir hier machen. Hauptsache, machen wir. Bogen 18, alte Drecksau. Ich muss sagen, auf dem Kanal geht's gerade aktuell so richtig ab. Ist ja schon wieder so eine Kontaktbörse geworden. Spielst du DC? Nein, du? Ja. Hey, cool. Lass uns zusammen spielen. Nein, im Ernst, finde ich voll geil. So, kann ich es... Sorry. Mein Fehler. Ist er auch drin jetzt, Elite Master 2? Ja, ist er. Als Dr. Fate. Das macht wirklich richtig Laune. Ach, alle Schreckens ist das, wa? Warum ist denn das so laut hier? Müssen wir nicht alle rumfallen wie Bekloppte? So, ich gehe da mal voraus, wa? Den hatte ich mir auch überlegt, den Batman hier zu holen. Sieht cool aus. The Time Lord ist der Gruppe beigetreten. Auf Time Lords stehe ich ja. Also jetzt nicht sexuell, sondern fanmäßig. Oh. Wir haben zwei Losers drin, dann macht der sowas von keinen Sinn. Hi, Grot. Hey, was ist los? Wo bin ich? Hallo? Welche Türme jetzt sehen da? Zum Beispiel. Außerhalb deiner
Gewichtsklasse. Gesichert. Fühle das Gift. Na komm. Und. Ach du Scheiße, ich bin im Arsch. Du bist würdig, gegen mich anzutreten. Aua. Was soll denn das, Kollege? Aua, was soll das, Kollege, sagt Eck. Oh, das macht so. Ja gut, also hab ich gesagt, dass das ein Kinderspiel wird. Na gut, hab ich schon, aber. Oh ne, wir sind doch die Helden, oder? Bitte sag, dass wir die Helden sind. Ich werde dich zerbrechen! Fürchte mich! So. Ey, wo sind denn meine ganzen, Alter? Infinite Crisis, oh Gott, ich bin am Arsch. Die können kämpfen wie niemand anders. Habe ich irgendwie mehr Gefühl. Infinite Crisis, immer wenn ich jemanden von denen treffe, bin ich im Arsch. Aber sofort. Instant. Wo lang geht's denn da? Ah, ihr könnt euch überall verlieren. Oh nein. Was macht der denn da, nein? Und dann habe ich ihn mit einer Brechstange erschlagen. Ja. Invincible! Ich meine, Non, der sollte jetzt nicht so schwer zu regeln sein. Auto hervorziehen kann. Was geht denn hier ab, Kollegen? Nein, komm. 10-mal unter Beschuss, der ist ja niedlich. Ich